Liebe Zuschauer, guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Das Thema heißt heute Venenleiden. Sie haben mich gebeten, dass ich darüber referiere und das mache ich natürlich gerne, wie ich Ihnen versprochen habe. Mit dem Venenleiden kommen wir relativ früh in Berührung. Es ist oft genetisch bedingt, dass einfach unser Bindegewebe etwas schwächer ist. Frauen sind da leider prädisponierter als Männer. Gewicht, die stehende oder sitzende Tätigkeit spielen da auch eine große Rolle, dass unsere Venen undicht werden. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben einmal sauerstoffreiches Blut, was vom Herzen in die Peripherie, bis in die Beine, bis in die Zehen, bis in die Füße gepumpt wird und unseren ganzen Körper mit dem Sauerstoff versorgt. Dieses Blut wird einmal von oben nach unten gepumpt, kommt bis in die kleinsten Kapillaren. Das geht alles ganz einfach. Unser Körper ist versorgt. Dann wird in diesem Blutkreislauf werden die Schadstoffe abgegeben, die Abbauprodukte, und die müssen wieder zurück abtransportiert werden. Und da kommen unsere Venen ins Spiel. Es sind gerade die großen Venen, die dafür sorgen, durch ihre Rückpumpfunktion zur Lunge, zum Herzen, die dafür sorgen, dass diese ganzen Abbauprodukte und das sauerstoffarme Blut wieder nach oben transportiert werden. Und dafür müssen die Venen mit Hilfe ihrer Venenklappen wirklich gut funktionieren, um eben von unten nach oben das Blut befördern zu können. Bereits ab 20 Jahren kann das Problem auftreten. Bereits jeder Sechste hat ein Venenleiden in Deutschland, und während das noch bei 20-Jährigen oder ab dem 20. Lebensjahr nun erst 40% der Venenleiden sind, zählen wir bereits bei 70-Jährigen schon über 70% der Venenerkrankungen. Viele erkennen es noch gar nicht als Venenerkrankung. Sie haben einfach abends müde, schwere Beine, manchmal jucken die ein bisschen, und da wird noch gar nicht über ein Venenleiden nachgedacht, aber es ist schon eins ins Spiel. Es gibt von der Europäischen Behörde auch wie über alles in Deutschland auch hier eine Vorgabe, eine Tabelle, und die zeigt uns deutlich, in welche Stadien diese Venenleiden unterschieden werden. Wir haben Stadien von C0 bis C6. Ich blende zum Schluss gerne diese Tabelle nochmal für Sie ein, damit Sie sich anschauen, in welchem Stadium Sie sich befinden. C0, da haben wir noch keine Zeichen einer Venenerkrankung. Das fängt wirklich erst an mit einem leichten Kribbeln oder dass wir einfach ein leichtes Ziehen verspüren, wenn wir abends nach Hause kommen. Bei C1, da sehen wir schon die Besenreißer. Wir haben geschwollene Beine, schwere, müde Beine, die wir abends haben. Das Blut zirkuliert nicht mehr so gut. Bei C2 haben wir schon eine Varikose, die aber noch ohne klinische Zeichen abläuft. Also da kann schon eine Kompressionstherapie vonnöten sein. Und bei C3 müssen wir zusätzlich zur Kompressionstherapie auch schon wickeln. Das ist eine Varikose mit schon einem eindrückbaren Ödem, mit einer Schwellung im Gewebe und einer deutlichen Flüssigkeitsansammlung im Gewebe. Und so gehen die Einteilungen der Venenerkrankungen bis C6. Es handelt sich also bei C4 um Varikose mit Hautveränderungen, dann kommt Pigmentierung, dann kommen die sklerotischen Anteile, dann Narben, und es kann natürlich bis zu C6 gehen, dann haben wir wirklich schon ein Ulkus, also ein deutliches Geschwür. Wie kommt das zustande? Sie müssen sich vorstellen, also jetzt dieses Blut, dieses sauerstoffarme Blut mit den ganzen Schadstoffen ist ganz unten in unseren Beinen abgesackt. Jetzt müssen die Venen genügend Kraft aufbringen, das nach oben zu pumpen. Das ist an sich kein Problem, wenn die Venenklappen sich schließen und öffnen, sprich die lassen Blut rein, dann schließen sie sich wieder und pumpen das nach oben. Was ist nur, wenn die Venenklappen nicht mehr so dicht sind? Und die Wände auch nicht mehr so ganz gerade, so dass wirklich nicht das ganze Blut nach oben befördert wird, oder auch die Wände so ein bisschen aussacken und dadurch Blut und Flüssigkeit sich anstaut. Dann kommt das erst zu den sichtbaren Zeichen, die sogenannten Besenreißer, die noch keine Beschwerden mit sich bringen. Das ist erst so ein kosmetisches Zeichen. Da sehen wir ganz genau, dass in den Venen einfach etwas Blut sich angestaut hat. Es kann auch kleine Gerinnsel sein, oder dieses Blut kann auch ein bisschen gerinnen.
dann kommt es zu einer Verschlimmerung, wenn wir da nichts tun, weiterhin so machen ohne eine therapeutische Maßnahme. Die Venen bessern sich ja nicht von sich aus natürlich, die Venen leiern noch mehr aus. Das heißt, wir haben erst die Besenreise, also die kleinen Blutansammlungen, danach kann sich nochmal zusätzlich Flüssigkeit im Venenbereich ablagern. Das kommt also zu den Schwellungen der Venen und auch zu der Schwellung im Extrazellulärraum, also auch zu der Schwellung der Beine abends. Dann werden sie schwer geschwollen. Es kommt zum Juckreiz, weil wir einfach da auch eine Missempfindung an der Haut haben. Wir haben eine Weitung, eine Missempfindung. Es kann zu Schmerzen kommen. Es kann auch schnell zu Thrombose kommen, weil dieses Blut, was sich in den Venen anstaut, kann auch gerinnen. Wenn wir da etwas Schweres ertasten, es tut weh, dann ist sofort ein Gang zum Arzt auch wirklich nötig, wenn sie nicht schon vorher in Behandlung waren, weil so ein Venenleiden ist wirklich nicht zu vernachlässigen, denn spätestens dann muss man über eine Kompressionstherapie sprechen. Kompressionstherapie ist heute immer noch das A und O. Es gibt natürlich die Lymphdrainagen, weitere Therapien bei den Ärzten, aber Kompressionstherapie ersetzt das alles nicht. Also ich sage Ihnen ehrlich, wir als Apotheker stehen natürlich den ganzen Tag auf den Beinen. Sie sehen, wir haben hier keine Stühle, wir haben hier keine Sitzmöglichkeit und natürlich haben wirklich geschwollene Beine abends. Und ich trage schon eigentlich seit vielen Jahren auf der Arbeit konsequent Kompressionsstrümpfe. Die sind für mich gar nicht wegzudenken, weil einfach dadurch die Venen schön gerichtet werden. Das heißt, ich helfe damit den Venenklappen wirklich schön das Blut abzutransportieren und wenn ich abends nach Hause komme, dann sind meine Beine nicht geschwollen und die tun nicht weh. Man hat auch das Gefühl während der Arbeit, während des Tragens der Kompressionsstrümpfe, dass die Beine so richtig massiert werden, ne? Als ob da ein kleiner Masseur unten sitzt und die massiert. Sie brauchen auch wirklich gar keine Angst vor diesen Kompressionsstrümpfen zu haben. Ich habe hier extra jetzt Muster in der Hand, damit Sie sich das anschauen. Schauen Sie. Die Qualität ist wirklich bereits, also es ist nicht zu vergleichen mit den früheren Gummistrümpfen. Die Qualität ist von innen richtig schön aufgeflauscht. Sie haben relativ hohen Baumwollanteil oft, wenn Sie jetzt Hautunverträglichkeiten haben. Es ist wirklich alles, Sie haben zwar eine gewisse Kompression, aber Sie sehen, das ist alles schön dehnbar. Also es ist vielleicht nur etwas fester anzuziehen als so ein normaler Strumpf, den Sie tagsüber tragen. Sie können auch, Sie sagen vielleicht, ich hatte schon mal, aber die rutschen. Heutzutage gibt es Abschlüsse, die Ihnen das nochmal erleichtern. Es gibt diese herkömmlichen Abschlüsse, wie Sie das sonst hatten, mit den Kleberändern. Da mussten Sie wirklich konsequent jeden Abend diesen Abschluss auch waschen. Nicht nur Ihre Strümpfe, damit der Talg von der Haut die Haftung nicht unterband. Aber jetzt gibt es so schöne Silikonabschlüsse. Da sind Sie wirklich nicht darauf angewiesen, auch jeden Tag Ihren Strumpf zu waschen, wenn es jetzt mal nicht geht. Der wird auch so haften. Also diese Silikon-Multihaftung, die ist ganz optimal. Es gibt Softabschlüsse bei Firmen, bei einigen Herstellern, sodass Sie wirklich nicht mehr ganz diese dünne Linie machen müssen. Und die Kompressionsstrümpfe trägt auch die Krankenkasse. Also es kann rezeptiert werden. Es muss die Kompressionsklasse dann angegeben werden. Die ist entsprechend auch diese Tabelle, die ich am Ende des Videos für Sie einblende. Und es ist wirklich eine Wohltat für Ihre Füße. Als ich bei meinem Hausarzt damit ankam und um ein Rezept für Kompressionsstrümpfe bat, obwohl ich jetzt noch nicht so sichtbare Besenreißer an meinen Beinen habe, aber eben abends sie schon geschwollen sind oder schmerzen, wenn ich keine Kompressionsstrümpfe trage, hat er milde gelächelt und hat gesagt, Sie brauchen das doch nicht, wozu? Und bei meinem nächsten Besuch hat er erzählt, ach, ich habe mich von Ihnen so inspirieren lassen, habe ich für mich auch gleich welche mitbestellt und ich finde das jetzt ganz toll, also es ist ein ganz anderes Gefühl, mit Kompressionsstrümpfen zu arbeiten. Wenn Sie Angst haben, dass Sie mit dem Anziehen nicht zurechtkommen, schreiben Sie mir einen Kommentar, ich mache gerne ein Video und zeige Ihnen, welche Tricks es da gibt, auch ohne Anziehhilfe, die Kompressionsstrümpfe ganz locker auf Ihre Beinchen drauf zu kriegen. Das können wir gerne zusammen üben, das ist wirklich kein Problem, schreiben Sie mir.
Auch, dass Sie für das heutige Thema sich entschieden haben, das finde ich ganz toll. Sie haben mich ja gebeten zu referieren und Sie sehen, ich nehme wirklich alle Ihre Berichte sehr ernst. Ich antworte auch immer und referiere vielleicht nicht im gleichen Moment, weil bereits viele Themen von Ihnen gewünscht wurden, aber ich bin dabei. Wenn Sie bei der Kompressionstherapie sind, wenn Sie natürlich bereits Klasse 3 überschritten haben oder bei der Klasse 3 sind, muss noch zusätzlich mit Bandagen gewickelt werden. Es ist ganz wichtig, dass die Venen gerade sind, dass der Rückfluss noch einigermaßen gewährleistet wird. Wir haben natürlich Präparate, die uns helfen können. Also, wir haben zwei Standbeine da in der Selbstmedikation. Wir haben einmal Antistax, das ist der rote Weinlaubextrakt, und wir haben einmal Venustasin, das ist die Rostkastanie. Fangen wir mit Antistax an. Also wir haben den roten Weinlaubextrakt. Das ist eigentlich ein Mittel, was dafür sorgt, dass die Undichtigkeit der Venen ausgeglichen wird. Die Venen werden etwas dichter, das heißt, die Flüssigkeit kann nicht in den extrazellulären Raum abfließen, so dass es nicht so zu Schwellungen führt, und gleichzeitig haben die noch eine antientzündliche Wirkung. Es werden 1 bis 2 Dragees morgen halbe Stunde vor dem Frühstück eingenommen. Natürlich muss man schauen, ob Wechselwirkungen mit anderen ihren Medikamenten vorliegen. Das können Sie aber vor Ort mit Ihrem Apotheker gerne besprechen. Der Effekt ist sofort eigentlich sichtbar. Also nach einer Woche sehen Sie die erste Wirkung und nach 4 Wochen sollten Sie wirklich die vollständige Wirkung sehen. Einige finden das so gut, dass sie das wie so eine Kur machen, wirklich ohne Unterbrechung. Die anderen machen es wirklich nur kurmäßig, jetzt zum Beispiel nur in den Sommermonaten. Aber es tut ihren Venen gut. Es gibt Cremes. Viele nehmen nur die Cremes. Die Cremes sind dafür da. Also es ist ganz wichtig bei dem Eincremen, dass sie dran denken, die Salbe von unten nach oben an ihrem Beinchen entlang aufzutragen, also im Venenfluss, nicht von oben nach unten, weil dann arbeiten Sie gegen den Venenfluss. Sie müssen ja Ihr Blut, was abgesackt ist, einfach nach oben befördern. Deswegen die Salbe von unten nach oben, gerade im Sommer empfehlen wir, die noch zusätzlich in den Kühlschrank zu legen. Dann kühlt sie einfach diese geschwollenen, entzündeten Venen nochmal zusätzlich. Also es hilft auch sehr schonend, vor allem es fühlt sich wirklich sehr gut an der Haut, dass die Venen da so ein bisschen gepflegt werden und die Beine, auch wenn Juckreiz dabei ist. Wir haben noch andere Produkte auf der Basis von Heparin. Also wir haben zum Beispiel Venrotun-Emulgel oder Thrombaredukt. Wir haben hier 60.000 Einheiten Heparin. Heparin sorgt dafür, dass der innere Blutguss aufgelöst wird. Also diese innere Blutung, Verhärtung, die wird aufgelöst, damit wieder die Venenklappe oder die Vene mehr Kraft hat, dieses Blut nach oben zu befördern, und auch sichtbar haben wir dann nicht so eine Schwellung da an unserer Vene. Dann haben wir das andere Standbein, Venustasin. Das ist ein Mittel gegen Schwellung, vor allem in erster Linie. Das sogenannte Antiödemikum, also Ödeme sind Schwellungen, die da im Gewebe auftreten. Bei dem Venustasin können Sie genauso wie bei dem Antistax entweder eine Kur machen, aber ich habe auch Patienten, die das wirklich auch durchgehend einnehmen. Bei dem Venustasin haben Sie noch einen Vorteil. Viele nehmen das auch nochmal vor einer Reise ein. Sie fangen eine Woche vorher ein und nehmen das während der Reise, gerade damit die Beine und die Füßchen auch während ihrer Reise, wenn sie viel im Bus sitzen oder viel im Flieger, nicht so anschwellen. Also das ganz typische, klassische Antiödemikum. Und der Hersteller hat sogar eine Studie gemacht und konnte nachweisen, dass dieses Ödem, diese Schwellung der Beine, sich um 1 Grad reduziert. Dann nehmen sie eine morgens und eine abends halbe Stunde vor dem Essen. Wie gesagt, kann man kurzfristig oder als eine Dauertherapie einnehmen. Muss man natürlich auch auf ihre anderen Medikamente noch mal schauen, ob sich das verträgt, aber da können Sie auch noch mal mit dem Arzt oder Apotheker vor Ort sprechen, damit das alles abgeglichen wird. Wir haben hier diesen Rostkastanienextrakt. Natürlich wird das auch noch von anderen Herstellern angeboten. Ich zeige Ihnen nur das, was wir an Lager haben. Sie können das von anderen Herstellern nehmen. Sie müssen nur auf die Stärke achten. Also die Stärke macht natürlich auch die Dosierung aus. Venustasin haben wir zum Beispiel jetzt hier in Retardkapseln und die wirken natürlich so den ganzen Tag, mindestens 12 Stunden lang, und deswegen haben Sie einmal mit Ihrer morgendlichen Einnahme die Tagswirkung und einmal mit Ihrer abendlichen Einnahme
die Abendswirkung. Ich blende Ihnen gerne gleich nochmal die Tabelle ein, dann können Sie sich differenzierter damit auseinandersetzen. Und ich bitte Sie, wenn Sie ein Venenleiden haben, dass Sie wirklich das nicht vernachlässigen, sondern schon eine Rücksprache mit Ihrem Arzt halten. Auch wir haben leider oft Patienten, die Kompressionsstrümpfe verschrieben bekommen, aber nicht darauf zurückgreifen, weil sie Bedenken haben, dass sie sie nicht tragen oder dass das zu sehr zwickt. Probieren Sie es aus und Sie werden sich eigentlich von der Wohltat überzeugen lassen. Schreiben Sie mir, wie fanden Sie den Beitrag? Was haben Sie für Erfahrungen mit den Venenmitteln? Fanden Sie die zum Einreiben zum Beispiel besser oder schwören Sie lieber auf eine Kapsel, die Sie einnehmen? Kommen Sie mit Ihren Kompressionsstrümpfen zurecht? Wenn nicht, schreiben Sie mir, wir unterhalten und diskutieren uns gerne, nochmal über die Kompressionsstrümpfe. Ich zeige Ihnen gerne auch die Tricks, wie Sie sie anziehen oder gebe Ihnen eine Hilfestellung weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, liebe Grüße, alles Gute, tschüss.